Wenn wir an die neuen pastoralen Räume denken, wird ehrenamtliches Engagement immer mehr zu der tragenden Säule. Dabei kann die Engagementförderung einen wichtigen Beitrag leisten mit ihrem Instrumentarium. Menschen motivieren, Engagement strukturieren, begleiten und ganz wichtig auch wertzuschätzen. Das kann der Beitrag von Ehrenamtsförderung sein. Wir haben mit diesem Modellprojekt den Vorteil, über das Ehrenamt und seine Bedeutung nochmal neu nachzudenken, weil wir merken, dass die bisherigen Strukturen so nicht mehr tragen und wir für die Zukunft was Neues entwickeln müssen. Und dazu hilft uns dieses Modellprojekt in ganz toller Weise. Unsere Ehrenamtskoordinatorin hat einfach uns Ehrenamtliche im Blick. Ich habe mich für die Ehrenamtskoordination mit meiner Kollegin, der Gemeindereferentin, eingesetzt, weil ich Teamerweiterung immer super finde und gerade in Gegenden, wo es viele Ehrenamtliche gibt und viele Gemeinden gibt, kann man immer wieder auf jemanden setzen, der mit dazu beiträgt, dass die Ehrenamtliche jemanden haben, der Ansprechpartner ist. Dass wir einen Ansprechpartner haben, der als Bindeglied zwischen den Hauptamtlichen und den Ehrenamtlichen da ist, den man jederzeit fragen kann, der einfach immer präsent ist, den man erreichen kann, wenn man ein Problem hat oder wenn man auch was hat, was gut läuft, dass man einfach jemand hat, der da ist, der ansprechbar ist. Und wir haben hier so jemand in der Seelsorgeeinheit und ich finde es wirklich super und ich hoffe, dass die uns noch lange erhalten bleibt. Danke. Ich entdecke den Mehrwert, indem wir einfach bewusst darüber nachdenken, reflektieren, darüber sprechen und dann Maßnahmen ergreifen, um ein würdigendes ehrenamtliches Miteinander zu kreieren. Beispiele dafür finde ich in unserer Seelsorgeeinheit Aachen, unsere Dankeschön-Abende, überhaupt die Formen Dankeschön zu sagen, dann eine würdigende Verabschiedungskultur und hilfreiche Angebote für Fortbildungen. Die Ehrenamtskoordination ist für die Kirchengemeinde eine Chance, sich neu aufzustellen, sich zu öffnen und durch neue Engagementformate attraktiver für einen größeren Personenkreis zu werden.